Ich habe das Thema gewählt, weil eins der beliebtesten Ideen über Buddhismus ist halt, dass es im Buddhismus nur ums Leiden geht. Buddhismus eine pessimistische Weltsicht ist. Ein anderer Grund, warum ich das Thema genommen habe, ist, dass man muss immer irgendeinen von Aufhänger haben oder Schema, an dem man Buddhismus erklärt. Ja. Also Buddhismus ist voller von verschiedenen Listen und Lehren und Strukturen. Und man muss, wenn man Buddhismus erklärt, immer eine raussuchen davon. Und als Schema nehme ich immer ganz gerne die vier edlen Wahrheiten. Einmal, weil es da um dieses Leiden geht. Der andere ist es wahrscheinlich die bekannteste buddhistische Formel. Ja, man kommt um die vier edlen Wahrheiten nicht herum, wenn man sich mit Buddhismus beschäftigt. Man findet es überall im Buddhismus. Was die vier edlen Wahrheiten sind, wäre erstmal ein Überblick, bevor ich dann im Einzelnen darauf eingehe. Das ist die Wahrheit vom Leiden, die Wahrheit von der Ursache des Leidens, die Wahrheit vom Aufhören des Leidens und die Wahrheit vom Weg, der vom Leiden wegführt. Und wie gesagt, wenn man das hört, dann meint man halt, dass es im Buddhismus nur um Leiden geht. Ich habe Stimmen gehört, die sagten, man sollte nicht so viel darüber reden, weil das halt deprimierend für Leute ist und keine gute Werbung für Buddhismus macht, wenn man über das Leiden spricht. Ich denke, die Idee ist nun mal da, also müssen wir damit umgehen. Ja, also wir haben es nun mal, und so tun, als ob es die Lehre nicht gäbe von Leiden, würde den Buddhismus verfälschen, und die Idee ist halt eh schon da. Also besser so einfach ranzugehen an das Thema. Bevor ich aber über die vier edlen Wahrheiten selber spreche, werde ich erst ein paar allgemeine Punkte über buddhistische Lehren und wie man an buddhistische Lehren herangehen kann oder sollte. Der Buddha hatte wenig Interesse an metaphysischen Fragen. In dem Sinne war der Buddha kein Philosoph, im Sinne von, dass er die Welt erklären wollte, wo die Welt herkommt oder wie die Welt ist. Wenn er gefragt wurde, wo die Welt herkommt, wie sie entstanden ist und so weiter, ist die Welt ewig oder nicht ewig, ist das Universum endlich oder unendlich, solche Fragen, hat er immer gesagt, das habe ich nicht gelehrt. Alles, was ich gelehrt habe, ist das Leiden und die Überwindung des Leidens. Also das ist in gewisser Weise die falsche Fragestellung, wenn man an Buddhismus rangeht und davon erwartet, dass er einem erklärt, wie die Welt zusammengebaut ist. Ja, wo das Universum herkommt, wie die Schöpfung funktioniert und so weiter. In vielen Texten wird der Buddha mit einem Arzt verglichen, ja, und seine Lehre mit Medizin. Vor einem Arzt erwarte ich nicht, dass er mir das Universum erklärt. Ja, ich erwarte nur, dass er mir das gibt, was mir hilft. Ja, wenn er das tut, ist er gut. Er muss nicht wissen, ja, wie meine metaphysische Zusammensetzung ist. So. Das heißt, alle Lehren des Buddhismus sind eigentlich Methoden. Und ich glaube, viele Missverständnisse kommen daher, das zu verwechseln. Das trifft besonders für die verschiedenen Wahrheiten zu, aber eigentlich für alle. Also jede Lehre, die sollte man als Methode betrachten. Und dann ergeben die plötzlich Sinn. Es gibt sehr komplizierte Lehren im Buddhismus, die einigen Leuten immer so Kopfzerbrechen machen. Und die Probleme, die wir mit diesen Lehren haben, kommen daher, dass wir sie nicht für Methoden halten, die man anwendet, sondern für metaphysische Wahrheiten, die die Welt erklären wollen. Und dann sind die auf einmal völlig sinnlos. Natürlich sind sie es, weil sie sind dafür nicht da, die Welt zu erklären. Ja, das sind nur Modelle, mit denen wir arbeiten können und die einfach, die wir anwenden sollten, statt so über sie zu philosophieren. Man kann so endlose philosophische Diskussionen um Fragen haben, wo es nur um Methodik geht einfach. Also wenn man viele Lehren des Buddhismus einfach nicht als Methode ansieht, sondern als Erklärung der Welt, dann gerät man in ziemlich unnötige Probleme einfach. Also das ist so, finde ich, eine Sache, die man nicht vergessen sollte, wenn man sich einhämmern sollte, wenn man sich mit Buddhismus beschäftigt. Es geht um Methoden, nicht um metaphysische Wahrheiten. Anders gesagt, der Buddhismus sagt nicht, es ist so, sondern er sagt, man sollte es so sehen oder es ist klug, es so mal zu betrachten. Ich werde nachher mehr darauf eingehen, auf diesen Aspekt, aber ich finde das ganz wichtig, das so als Vorbemerkung, weil das einfach den Rahmen setzt dafür, wie wir mit buddhistischen Lehren allgemein umgehen und mit buddhistischen Methoden. Also mit dieser Vorbemerkung an die vier edlen Wahrheiten und die Idee von Leiden. In Beschreibungen von der Erleuchtung des Buddha wird beschrieben, dass er halt Einsicht erlangte. Ja, und diese Art von Einsicht wird verschieden beschrieben. Eine Beschreibung davon ist, er hat die vier edlen Wahrheiten erkannt. Ja, das ist eine von verschiedenen Beschreibungen, was der Buddha gesehen hat, als er Erleuchtung erlangt hat. Die erste Wahrheit ist halt die Wahrheit vom Leiden. Und wie gesagt, nicht vergessen, es ist eine Methode, es ist keine metaphysische Wahrheit jetzt. Also was der Buddha sagt in der ersten Wahrheit ist, es gibt Leiden.
Ja. Er zählt verschiedene Arten von Leiden auf. Ja. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Getrennt sein von dem, was man mag. Zusammen sein mit dem, was man nicht mag, ist Leiden. Das sind so die Liste von unangenehmen Dingen, die es halt gibt. Ja. Wir werden krank, das wollen wir nicht. Sterben wollen wir auch nicht. Ja. Alt werden wollen wir auch nicht. Wollen wir rausschieben. Oder? Ja. Mit Leuten zusammen sein, die wir nicht mögen, wollen wir auch nicht. Und von Leuten und Dingen getrennt sein, die wir mögen, finden wir auch unangenehm. Und so etwas gibt es einfach. Also alles, was der Buddha sagte, so etwas geschieht. Das ist einfach eine Wahrheit im Leben. Leiden ist eine Erfahrung. Es ist keine Idee. Ja, man kann endlos darüber debattieren, was nun Leiden ist. Man kann versuchen, das sozusagen biologisch zu erklären, durch Nerven, die angestupst werden, was dann abläuft. Oder gucken, was da psychologisch passiert. Aber es ist eigentlich eine Erfahrung. Ja. Das ist einfach eine Erfahrung, da muss man nicht viel für nachdenken, um die zu machen. Man muss sich nur mal auf den Fuß treten lassen, dann weiß man, was Leiden ist. Also alles, was der Buddha sagte, es gibt Leiden. Das ist für viele Menschen schon eine Revolution. Weil wir haben verschiedene Strategien, mit Leiden umzugehen. Eine Strategie ist nicht wahrhaben wollen. Sich und anderen einreden, es geht mir schon gut. Einfach Leiden, das muss man verdrängen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die im Buddhismus auch nicht gemacht wird, ist, dem Leiden einen Sinn zu geben. Im Buddhismus wird dem Leiden kein tieferer Sinn gegeben. Man wird kein besserer Mensch, indem man leidet. Das ist wahrscheinlich eher das Gegenteil über uns. Ja. Bei den meisten Menschen würde ich sagen, wenn es ihnen schlecht geht, machen wir es noch schlimmer. Wir sind nämlich schlecht gelaunt, mürrisch, dann geht es ja abwärts. Also Leiden an sich macht niemanden besser. Wenn das so wäre, wäre die Menschheit vollkommen. Das ist ganz einfach festzustellen. Die Menschheit leidet schon seit Jahrtausenden an verschiedenen Dingen, ja, Krieg und so weiter, Hunger, Naturkatastrophen und so weiter. Es scheint aber die Menschheit nicht zu verbessern im Allgemeinen. Ja, also es funktioniert nicht, die Idee durch Leiden irgendwie besser zu werden. Das heißt, dem Leiden wird auch kein tieferer Sinn gegeben, das ist auch nicht nötig. Einfach nur unangenehme Erfahrung, das gibt es, das ist alles. Und das ist unvermeidlich. Also wenn der Buddhismus sagt, dass alles Leiden ist, dann in dem Sinne, dass man nicht durchs Leben gehen kann, ohne es irgendwann mal zu erleben. Ohne irgendwann mal was Unangenehmes oder Leidvolles zu erleben. Das ist einfach nicht möglich, weil die Welt so ist, wie sie ist. Weil Realität so ist, wie sie ist. Und das Problem ist, wir versuchen, unser Leben so zu organisieren, dass wir nie leiden. Ja, also wir versuchen so, an der Welt und an uns herum zu manipulieren, dass es perfekt ist. Natürlich sollte man Situationen verbessern. Dagegen spricht nichts. Man sollte aber nicht erwarten, dass sie vollkommen werden. Das ist, finde ich, ein wichtiger Unterschied. Denn dann ist man nur enttäuscht. Also in jeder Situation ist immer was, was nicht stimmt. Und was anderes zu erwarten, ist einfach nach buddhistischer Auffassung naiv. Das heißt, wir versuchen vielleicht so irgendwas Perfektes aufzubauen in unserem Leben. Ja? Aber irgendein Aspekt im Leben stimmt immer nicht. Ja? Ich habe vielleicht den Traumberuf bekommen, ja, den ich dann haben wollte, habe aber dummerweise Kollegen, die mir nicht passen. Oder ich habe Kollegen, die mir passen, aber der Beruf ist nicht so interessant. Und hat endlich die Traumfrau bekommen, von der man seit Monaten schwärmt und hinterherläuft und tut und macht. Und dann hat sie schlechte Laune. Wozu der Ärger? All die Mühe. Das heißt, in jeder Situation ist etwas, was nicht perfekt ist. Und was anderes zu erwarten, ist einfach, ja, sollte man nicht tun. Also unser Leben zu organisieren, als ob wir irgendwann eine perfekte Situation kriegen, ist einfach nicht möglich. Wir sollten versuchen, unsere Lage zu verbessern natürlich, aber nicht mit der Idee, mal irgendwann perfekt zu haben. Es gibt einen buddhistischen Mönch, habe ich einen Text gelesen vor einiger Zeit, was wir tun, wenn wir unsere Situation ändern. Wir ändern das spezifische Leiden einer Situation in das spezifische Leiden einer anderen Situation. Ja? Also die Unannehmlichkeiten von Student sein, ändern wir in die Unannehmlichkeiten von einem Beruf haben. Beides ist mit Unannehmlichkeiten ein Problem verbunden. Ja? Natürlich sollte man nicht ewig studieren, klar, ja, man sollte Beruf ergreifen, aber man sollte nicht erwarten, dass es dann perfekt ist. Das klingt banal und eindeutig, aber wir funktionieren nicht so. Ich glaube, so unbewusst meinen wir immer so, so funktioniere ich auf jeden Fall. Ich habe immer ein Thema, was mich stört, und wenn das gelöst ist, ist das Leben perfekt. Das ist so irgendwie mein Antrieb. Wenn das dann eingetreten ist, das Problem gelöst hat, ist garantiert das nächste da. Das wird nicht aufhören. Also auf der Ebene, dass immer irgendwas nicht perfekt ist, kann man sagen, alles ist Leiden. Aber auf einer anderen Ebene ist natürlich klar, es gibt auch Angenehmes im Leben. Das hat der Buddhismus nie geleugnet. Ja, der Buddha hat nie gesagt, dass alles furchtbar ist und alles unangenehm. Nur jede Situation ist unvollkommen. Vielleicht kann man das besser so ausdrücken.
Aber gleichzeitig ist es eindeutig klar, ja, es gibt Unangenehmes im Leben und es gibt Angenehmes im Leben. Es ist einfach beides da. Vielleicht muss man auch sehen, dass wir auf verschiedenen Ebenen von Klarheit funktionieren und auch dann so solche Wahrheiten verschieden sehen können. Also im Normal, meinem Normalbewusstsein erlebe ich manche Dinge als angenehm, manche als unangenehm. Vielleicht mal ein Beispiel, wie man Dinge als unangenehm erleben kann, die man für selbstverständlich hält. Es mir einfällt, als ich mal auf einer Meditationszeit war, vor ein paar Monaten. Und ich war recht konzentriert, habe recht genau gesehen, wie mein Bewusstsein funktioniert, was mein Geist tut. Und ich habe eine Gruppe von Leuten da und ich saß dann da und habe dann so ein bisschen an Leute gedacht und mir fiel auf, bei einigen Leuten in der Gruppe das Gefühl gehabt, gut, dass die da sind. Bei einigen Leuten dachte ich, naja, okay, muss halt sein. Und ich merkte, der Zustand an sich ist unangenehm. Der Zustand von, die Leute will ich nicht da haben, die will ich da haben, der Zustand an sich hat was Unangenehmes, weil er unzufrieden ist. Ja? Das ist aber, wie gesagt, eine Art von ja Einsicht, nenne ich es mal, mit der ich normalerweise nicht in Kontakt bin. Es ist einfach normal, dass manche Leute angenehm, manche unangenehm sind. Das hält man für normal. Aber an sich ist es ein unangenehmer Zustand, wenn man genau hinguckt. Also das ist die Wahrheit vom Leiden. Ja, es gibt Unangenehmes im Leben, da kommt man nicht drum herum. Ja. Es gibt natürlich auch Angenehmes. Also nicht alles ist leidvoll im Sinne von alles ist unangenehm. Aber jede Situation ist unvollkommen. Es gibt keine vollkommene Situation in dieser Welt. Vielleicht kommt, ein bisschen abschweifend, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, der Anspruch, eine vollkommene Situation zu schaffen, kann vielleicht sogar mehr Ärger machen. Ja, dann wird man nämlich ideologisch und dogmatisch. Ja, man sieht, man mit dem besten Anspruch versuchen Leute vollkommene Gesellschaften zu schaffen, es gibt nur Ärger und Tyrannei. Ja. Also einige Arten von politischer Tyrannei kommen genau daher, dass Leute meinen, eine perfekte Gesellschaft aufbauen zu können. Ja, wahrscheinlich würde es den Menschen besser gehen, wenn man das nicht versuchen sollte, um so gut wie möglich durchzukommen. Alle entspannter und besser das Leben damit. Das ist die Wahrheit vom Leiden. Ja, also wie gesagt, es gibt Unangenehmes im Leben. Noch ein Punkt, warum gerade Leiden benutzt wird im Buddhismus, das ist, was uns antreibt. Ja, wie gesagt, die fehlenden Wahrheiten sind eine Methode. Und es geht darum, bei den fehlenden Wahrheiten einfach, es soll als Motivation gedacht sein, zu praktizieren. Ja, da komme ich gleich in späteren Teil noch drauf. Und was uns antreibt, ist, wenn es uns schlecht geht. Und wir bewegen uns leider erst dann, wenn wir betreten werden, wenn es piekt, so, ja, dann tut man was im Leben. Sonst kann man so faul vor sich hin machen, wenn es einem zu gut geht. Und deswegen ist halt Leiden betont oder Unangenehmes betont, weil es halt so das ist, was uns, ja, antreibt. Also deswegen auch die Lehre vom Leiden als Einstieg im Buddhismus, weil es eine Erfahrung ist, keine Idee, keine Theorie. Und weil Leiden genau das ist, was uns dazu treibt, irgendwas zu tun überhaupt. Okay, zweite Wahrheit, die Ursache des Leidens. Hier haben wir eine sehr grobe Vereinfachung, die aus rein praktischen Gründen gemacht wird. Jedes Phänomen hat eine Vielzahl von Ursachen. Das ist, wenn man das erstmal vorausschickt. Also buddhistische Sicht ist klar, jedes Ding, was wir haben, jedes Phänomen, hat viele Ursachen. Es gibt nie eine erste Ursache für eine Sache oder eine einzelne Ursache. Wenn wir leiden, hat es auch verschiedene Ursachen. Ja, es gibt halt, man kann halt krank werden, weil ein Virus rumläuft, das ist unangenehm. Ja. Einige Ursachen tun wir selber, ja, also einiges Leiden schaffen wir uns selber, einiges Leiden schaffen wir uns nicht selber. Oder meistens ist es eine Mischung. Wir betrachten hier aber nur die Ursachen, die wir selber dazu tun. Der Grund ist, da können wir was dann machen. Also wir haben hier jetzt eine sehr grobe Vereinfachung, die besagt, die Ursache für Leiden ist Gier. Ja, das ist eine grobe Vereinfachung, die aus praktischen Gründen gemacht wird. Natürlich gibt es gibt verschiedene Ursachen für Leiden, für Unangenehmes, aber man nimmt halt die Ursache raus, wo wir was dann tun können. Ja, die Ursachen, die wir eh nicht ändern können, was sollen wir damit uns beschäftigen? Ja? Also gucken wir uns die Ursache an, die in uns selber liegt für Leiden, weil da können wir was dran machen. Also, und hier wird Gier genannt. Oder wörtlich Durst. Diese Idee, dass Gier zu Leiden führt, kommt dann Missverständnis 2. Im Buddhismus darf man nichts wollen. Ja, muss alles aufgeben. Das stimmt auch nicht. Wir müssen vielleicht genauer sehen, was ist mit Gier gemeint. Ich will das mal so beschreiben. Begehren oder Gier ist das, was wir bei anderen Leuten Konsumdenken und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen nennen und bei uns selber nicht zu hart zu sich sein und zu sich selber freundlich sein. Also, das ist Gier.
Es gibt eine Definition, die traditionell ist, die ich sehr mag, und die beschreibt genau, was Begehren ist, was Gier ist. Wir nehmen ein Objekt mit dem Geist, wir denken an etwas oder eine Person, konkreter zu machen. Bei diesem Objekt der Person übertreiben wir das Angenehme maßlos und ignorieren alles Unangenehme. Das ist die Ursache für Gier. Ja? Also wir denken an etwas, ja, irgendwie gutes Essen. Wir übertreiben das Angenehme ins Unendliche. In anderen Worten, ohne das kann ich jetzt nicht leben, das muss jetzt sein. Das kann ich nicht leben. So, ja? Und alles Unangenehme, was daran hängt, wollen wir nicht wahrnehmen. Ja? Das ist Gier. Das ist der Zustand von Begehren. Ja? Dass dieses gute Essen irgendwann vorbei ist und dann ist es halt weg. Dass es vielleicht keine gesunden Auswirkungen auf den Körper hat, wollen wir auch nicht sehen, ja, in dem Moment zumindest. Ja. Also Gier ist die Tätigkeit, ist eine Aktivität eigentlich, von dem, was wir uns ausdenken, woran wir denken, was wir sehen, die angenehmen Dinge ins Unendliche übertreiben und die unangenehmen Dinge einfach nicht wahrnehmen wollen. Wieder, natürlich haben Dinge angenehme Seiten. Ein gutes Essen zu genießen, dagegen spricht nichts. Aber ich darf nicht davon erwarten, dass es all meine Probleme löst und mich in unendliche Freude führt. Und ich darf auch nicht erwarten, dass wenn ich es nicht kriege, es eine völlige Katastrophe ist. Dass mein Leben dann keinen Sinn mehr hat. Aber so funktionieren wir leider. Ja, es klingt wieder, wenn man das so hört, klingt es eindeutig, aber so funktionieren wir. Ja, emotional ist was Angenehmes sehen, sofort das Gefühl da, das muss jetzt sein. Das muss ich jetzt haben. Und es ist eigentlich offensichtlich, wenn man Gier so betrachtet, wieder, es geht nicht darum, normale Bedürfnisse zu befriedigen, ja, wenn man Hunger hat, soll man essen, klar. Wenn man Gier so betrachtet, das ist offensichtlich, dass es zu Leiden führt. Ja, weil man erwartet was von dem Objekt oder der anderen Person, was sie eigentlich nicht erfüllen kann. Man fühlt einfach völlig übertriebene Erwartungen. Dass die enttäuscht werden, ist vorbestimmt. Das ist natürlich das. Man kann es gar nicht anders erwarten. Also in dem Sinne ist Gier eine Ursache für Leiden. Ja, indem man einfach überzogene Erwartungen hat. Es gibt andere Aspekte, warum Gier eine Ursache für Leiden ist. Die ist, wir kriegen vielleicht nicht, was wir wollen. Ein Problem, ja, so reingesteigert, um dieses Ding zu haben, kriegen wir es nicht. Oder wir kriegen es, aber wir kriegen das ganze Paket. Wir kriegen auch das Unangenehme dazu. Und dann muss das Nächste her. Ja. Das ist gerade bei Menschen tatsächlich ein Beispiel, wo sich das deutlich zeigt. Das ist bei manchen Leuten, die sich für kompliziertere technische Geräte interessieren, wie Computer und alles Elektronische. Wenn man dieses Ding im Sonderangebot sieht, dann ist so das Gefühl da, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann, ja, ich muss es haben. Ja. Gerade bei Aldi dauert noch 2 Wochen, da muss ich jetzt. Ja. Und es wird mein Leben vollkommen machen, weil es ein bisschen schneller läuft als mein Computer, den ich jetzt noch habe. Ja, ein paar Sekunden schneller. Ein bisschen größere Festplatte. Also das Gefühl ist, das muss jetzt sein. Wenn es da ist, das Ding wird garantiert irgendwann nicht funktionieren. Das ist offensichtlich. Es kann nicht anders. Ja? Also zu erwarten, dass in dieses technische Gerät, der Computer oder was es auch sei, bis in alle Ewigkeit perfekt läuft, ist natürlich völlig naiv. Aber wenn dann haben wir es auch und wir sind nicht zufrieden, dann muss das nächste her. Ja, also es ist der Zustand, wenn wir immer was Neues haben wollen. Weil das, was wir uns gekauft haben, was wir genommen haben, einfach uns natürlich nicht befriedigen kann. Also wir kriegen es, aber wir kriegen das ganze Paket. Ja, das ist auch eine Ursache für Leiden. Anderes Punkt, wo Gier zu Leiden führt, ein anderer Aspekt, ist, dass wir wollen, das ist glaube ich sehr häufig, wird oft übersehen, wir wollen 2 Dinge gleichzeitig. Ja, wir haben verschiedene Wünsche, die sich ausschließen. Und das geht nicht. Banales Beispiel ist gutes, reiches Essen und Abnehmen. Ja, irgendwelche Reklamen, die dann das versprechen, dass es geht, aber ich bin da vorsichtig. Es sind 2 Dinge, die wir alle wollen, die aber nicht gehen. Oder wenn man irgendwie in Ausbildung oder Schüler ist, viel Freizeit haben und gute Noten in Prüfungen. Ich will jetzt nicht rummoralisieren. Ne? Aber das sind Dinge, die sich eigentlich ausschließen. Ja, man muss sich vorbereiten. Ich wusste nicht, dass ich so moralisch werden kann, aber man muss halt, kann nicht beides haben. Ja, viel Freizeit und einen guten Schulabschluss. Ein anderer Punkt, wie Gier zu Leiden führt, ist, dass wir wollen etwas und andere wollen das auch haben. Dann haben wir Konflikte. Es gibt ja noch andere Menschen auf der Welt, wir sind nicht die einzigen, und dann müssen wir uns das halt irgendwie bekämpfen um die gleichen Sachen. Also auch da ist ein Grund, warum Gier zu Leiden führt. Gier ist eigentlich ein Stellvertreter. Ich sagte, wenn ich sage, Gier führt zu Leiden, ist das eine grobe Vereinfachung. Und Gier, kann man sagen, ist stellvertretend für alle Arten von
ja, ungesunden neurotischen Emotionen. Ja. Also es steht ja stellvertretend für Hass, Abneigung, Neid und ja, die ganze endlose Liste unserer Negativitäten. Ja. Also wir haben Begehren, Unzufriedenheit, Hass, Abneigung, Rachsucht, Nörgelei, schlechte Laune und alles, was daran hängt. Also wieder Gier ist eine grobe Vereinfachung. Gleichzeitig glaube ich, dass Gier genommen wurde als Beispiel, weil das wahrscheinlich die grundlegendste menschliche Emotion ist, die es gibt. Das ist im Grunde genommen der Trieb, der uns am Leben hält. Auf eine gesunde Art und Weise. Ja, also Gier, dieses Ding, sich zu versorgen, ist an sich was völlig menschlich Normales, wenn wir verhungern, wenn wir es nicht hätten. Aber es ist sehr grundlegend. Das ist der Überlebenstrieb, kann man sagen. Und dieser Überlebenstrieb, der nimmt manchmal so ein Ausmaß an, die einfach nicht mehr angemessen sind. Also ich glaube, dass Gier deswegen so zentral gesehen wird, weil es, ja, nach meiner Ansicht, es wird im Buddhismus so gesehen, ja fast die grundlegendste menschliche Emotion ist, die es gibt. Also zweite Wahrheit ist Gier als Ursache für Leiden. Und wieder, es geht auch darum, ja, was Gier auch macht, ist, man leidet eigentlich doppelt. Wir leiden häufig, wenn es uns schlecht geht, erstens, weil es unangenehm ist, zweitens, weil wir meinen, warum ich? Warum muss mir das passieren? Und die zweite Art von Leiden, die wäre nicht nötig. Um ein ganz banales Beispiel zu nehmen, das ich interessant finde, ist vielleicht ein bisschen banal, wenn ich draußen und es regnet, finde ich das unangenehm. Wenn ich in der Stadt bin, versuche ich so schnell wie möglich ins Trockene zu kommen. Dann habe ich es eilig, mich unterzustellen. Wenn ich im Spaziergang im Wald vom Regen überrascht werde, dann ist es unangenehm, aber ich weiß genau, ich kann jetzt nichts tun. Ja, da ist nichts, um mich unterzustellen. Da bin ich interessanterweise entspannter mit der Situation. Weil ich kann eh nichts machen. Ich kann einfach, das ist halt unangenehm und kalt und nass, okay. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich muss so schnell wie möglich was dann ändern, weil ich kann es nicht. Ja, aber wenn ich so Hoffnung habe, es irgendwie so sicheren Hafen und sicheres Gebäude zu finden, dann bin ich viel hektischer. Das ist eine doppelte Art von Leiden, die unnötig ist, und die kommt dadurch ja Unzufriedenheit und Gier. Ich finde es überhaupt interessant, mit dieser Art von Unzufriedenheit umzugehen mit Natur. Bei anderen Menschen können wir oft Erwartungen an sie haben, und wenn die nicht erfüllt werden, werden wir ärgerlich. Mit der Natur geht das nicht. Das ist ganz interessant. Ist mir deutlich aufgefallen, als ich dann vor knapp 10 Jahren auf dem Ordinationsseminar war. Da hat man halt im Freien, mehr oder weniger im Freien gelebt, also wir hatten Hütten, ja, aber die Toiletten waren draußen zum Beispiel, in Spanien. Und wenn es regnete, wurde man halt nass, wenn man rausging. Ja. Und ich merkte, ich habe den Wunsch, mich zu beschweren. Das Problem ist, bei wem? Ja, mein Gedanke war, ich habe ein Recht auf Trockenheit. Ja. Ich habe es aber nicht. Das ist einfach nicht da. Ja. Aber das ist so diese Art von Gier und Unzufriedenheit, die mir sagt, ich habe aber ein Recht darauf. Das Problem ist, ich kann mich nirgendwo beschweren. Ja. Die Organisatoren können nichts dafür. Ja. Der Leiter des Seminars, der kann das Wetter nicht machen. Ja. Buddhisten glauben nicht an Gott, bei dem kann ich mich auch nicht beschweren. Einfach Regen geschieht. Ja. Vielleicht eine ganz hilfreiche Sache, das mal so zu sehen. Dass man nicht auch, ja, der Natur ist man ziemlich egal. Ja, die ärgert uns, wenn sie will. Also Gier als Ursache für Leiden. Soweit betrachtet haben wir Buddhismus als pessimistische Philosophie. Wenn wir die ersten beiden Wahrheiten nehmen. Dann kommen aber die anderen beiden. Das ist die Wahrheit vom Aufhören des Leidens. Also was man Erleuchtung nennt, Buddhaschaft, Nirvana. Das ist der Punkt, wo man eigentlich am wenigsten zu sagen kann, da wo ich am meisten Mühe hatte, was zu finden, was zu füllen. Also ich versuche ein paar Worte zu sagen, wie vermutlich Erleuchtung ist oder was Erleuchtung ist. Und es gibt verschiedene Beschreibungen davon. Ich glaube, eine Sache, die ganz hilfreich ist, sich klarzumachen, es klingt ein bisschen wie eine faule Ausrede. Als Nicht-Erleuchtete können wir gar nicht wissen, was Erleuchtung ist. Das ist eine faule Ausrede, weiß ich, aber es ist so ein Aspekt davon. Es wird gesagt, es ist sowas wie Freiheit von Gier, Hass und Verblendung, mehr als von dieser Freiheit davon, was kein Zustand von Nichts ist. Das ist nicht, dass man dann aufhört. Erleuchtung ist nicht ein Verschwinden in ein Nichts oder sowas. Es heißt einfach nur, es ist nicht Gier, Hass, Verblendung. Da ist aber immer noch was Positives. Da ist immer noch was da, wenn man so will. Man kann sagen, es ist Weisheit und Mitgefühl und Klarheit ins, ja, Unendliche verstärkt. Ich finde es immer ganz hilfreich als Erklärung oder als Analogie, wie Erleuchtung ist. Und oft sind Leute unzufrieden, wenn ich ihnen sage, man kann nicht erklären, was Erleuchtung ist, dann kann ich eine Analogie geben. Ist Licht. Ja, Erleuchtung kann man mit physikalischem Licht vergleichen. Wir können nicht wissen, was Licht ist. Ja, also Licht benimmt sich wie ein Körper.
Licht benimmt sich aber auch wie eine Welle. Das geht aber nicht. Und wir haben uns daran gewöhnt, wenn wir genug populär Wissenschaft gelernt haben, so, ja. Wir haben uns daran gewöhnt, aber wir können es nicht begreifen. Ja, unser Gehirn kann es eigentlich nicht. Ja. Entweder es müssen Körperchen sein, die durch die Gegend fliegen, wenn die auf mein Auge treffen, so, ja. Oder es sind Wellen, die sich ausweiten, da fliegt nicht durch die Gegend. Also, Licht benimmt sich wie beides. Wir können nicht mehr begreifen, was Licht ist. Wir können aber Lampen herstellen. Ja, wir können es hervorrufen. Ja. Wir müssen gar nicht wissen, was Licht ist, um es einzuschalten. Und genauso sehe ich den Buddhismus. Ja, man muss gar nicht wissen, was genau Erleuchtung ist. Man muss nur die Methoden haben, um es herzustellen, ja, um die Ursachen dafür zu finden. Man kann sagen, ich habe eben schon gesagt, der Buddhismus ist Methode. Man kann sagen, die buddhistischen Lehren wollen einem nicht erklären, was Licht ist. Die sagen einem, wie man eine Lampe baut. Ja, und das Licht kann man dann anknipsen. Und was es genau ist, das kann man dann schon rausfinden, wenn man dann soweit ist. Es gibt trotzdem einige Ideen über Nirvana und Erleuchtung, die ich nochmal ansprechen möchte. Eine ist eine urmenschlich oder westlich dualistische Idee. Das ist eine Art, es gibt die Welt und das Nirvana, Nirvana als der Himmel der Buddhisten. Wird manchmal auch poetisch im Buddhismus so dargestellt, das ist aber nur poetisch gemeint als Methode. Ja? Genauer betrachtet gibt es nur eine Realität, nämlich die, die wir jetzt haben. Ja? Man kann sie falsch wahrnehmen, das Weltliche, das führt zu Leiden. Man kann sie richtig wahrnehmen, das ist dann Nirvana. Ja? Also ein Erleuchteter lebt nicht in einer anderen Realität als wir, er nimmt sie nur wahr. Also in gewisser Weise, es gibt auch keine Wahrheit hinter den Dingen. Ja? Eine philosophische Ideen anzusprechen, die uns sehr stark beeinflusst haben, ja, dass es irgendwas hinter irgendwas gibt. Es gibt nur Dinge und Phänomene, die man beobachten kann. Oder es gibt Abläufe. Ja, es gibt, was wir wahrnehmen können. Dahinter ist nichts, was nur eine Wahrheit dahinter ist. Das ist, glaube ich, sehr stark so westliches Denken. Plato, glaube ich, zurück. Das hat uns sehr stark beeinflusst einfach. Das ist eher, ja, es gibt eine falsche Art, Realität zu sehen. Das ist Nicht-Erleuchtung. Und es gibt eine richtige Art, sie wahrzunehmen. Das ist Erleuchtung. Aber es gibt nur eine Art von Realität. Also Nirvana ist kein buddhistischer Himmel. Nirvana ist, was wir hier jetzt haben, wenn wir es richtig wahrnehmen können. Ja? Solange wir uns als getrennte, autonome Individuen betrachten oder Einheiten sehen, die nicht bedroht werden dürfen und die versorgt werden müssen, leben wir in der Welt. Ja, in Samsara, richtig gesehen. Wenn wir aufhören, uns so zu sehen, dann ist das Nirvana. Ja, das ist so eine Idee über Erleuchtung, dass irgendwo was anderes ist. Da oben im Himmel, ein buddhistischer Himmel ist, wo es einem gut geht. Es gibt eine andere praktische Sache, die, glaube ich, für Menschen, die praktizieren, sogar Auswirkungen hat, wie sie über Erleuchtung denken. Die eine Tendenz, zu der wahrscheinlich einige neigen, ist Erleuchtung zu weit weg zu entmenschlichen. Die Idee ist, Erleuchtung, ein Erleuchtung ist was völlig anderes als ich. Die Folge ist, wenn ich Erleuchtung anstrebe, muss ich etwas völlig anderes werden. Das kann eine subtile Art von Selbsthass sein. Ja, das zu sagen, Erleuchtung ist eh ganz anders, und was ich jetzt bin, ich muss was völlig anderes werden. Also man kann es so ein bisschen entmenschlichen. Einfach so als so weit weg betrachten, dass ich ja eh nie hinkomme. Und man kann dann nur frustriert sein oder irgendwann aufgeben und keine Lust mehr haben. Weil man kann nicht was anderes werden, als man ist. Wir sind so in uns drin. Wir sind wir. Und was völlig anderes werden, geht einfach nicht. Es kann hier helfen, sich so Lebensbeschreibungen von Menschen anzusehen, zu lesen, die als erleuchtet gelten. Die waren alle sehr unterschiedlich. Die haben ihre Charaktereigenschaften nicht, es gibt Charaktereigenschaften, die nicht geändert haben. Ich würde es so beschreiben, eher man wird eine bessere Version von sich. Also ein extrovertierter, nicht erleuchteter wird kein meditativer, ruhiger, zurückgezogener Erleuchteter. Er wird einfach ein extrovertierter Erleuchteter. Also eine Gefahr, und das ist keine so, geht jetzt nicht um irgendein Ideal zu theoretisieren, was irgendwo ist. Es hat Auswirkungen auf die Praktik, denke ich. Wenn wir es zu weit weg sehen, dann ist es einfach irrelevant. Ja, und keine Art von, ja, ich muss was völlig anderes werden, als ich bin, Idee. Ja, vielleicht kann man es eher sagen, man muss im Buddhismus eine bessere Version von sich werden. Andere Extrem ist es zu vermenschlichen. Ja, das Ideal gar nicht als Ideal haben, aber so, ja, ich kann so bleiben, wie ich bin, plus Erleuchtung. Ja, das ist das andere Extrem, da macht man es einfach zu, zieht man das Ideal, das ist kein Ideal mehr, zieht man es zu tief runter. Also es gibt wieder beide Tendenzen, die wir haben. Man muss einfach gucken, wozu man neigt und ein bisschen ins Gegenteil gehen vielleicht.
Oder wir wechseln hin und her. Ja, manchmal sind wir zu idealistisch, dann müssen wir ein bisschen runtergeholt werden. Manchmal sind wir zu menschlich, ja, müssen wir ein bisschen idealistischer werden. Also auch die Idee, wie wir Erleuchtung sehen, ist eine Frage von Praktik. Ja, aber das hat Auswirkungen auf die Übung von Buddhismus. Und wie wir das Ziel von Erleuchtung sehen. Dann viertens, der Pfad. Also Erleuchtung geschieht einem nicht, man bekommt es nicht. Man muss die Ursachen dafür legen. Licht passiert nicht einfach so, man muss eine Lampe zusammenbauen. Man muss sie richtig zusammenbauen, die Stromstärke stimmen, Kabel alle richtig liegen und so weiter. Das ist die vierte Wahrheit, der Pfad zum Aufhören des Leidens. Traditionell wird hier immer der edle, achtfältige Pfad genannt. Ich glaube, in den meisten Büchern über Buddhismus ist mit den vier edlen Wahrheiten immer der achtfältige Pfad. Das ist einfach buddhistische Tradition. Hat sich einfach so irgendwann ergeben. Ja? Das Problem damit ist, das kann sich kein Mensch merken. Ja, acht Dinge sind einfach für einen Neuling, ist aber viel. Ja? Ich merke es immer daran, wenn wir Schulbesuche haben, Schulklassen, wenn immer die Frage von mir kommt, erinnert ihr euch an den edlen, achtfältigen Pfad? Das ist immer so ein peinliches Schweigen. Wird dann geblättert. Und dann sage ich immer, kein Wunder, man kann es sich nicht merken. Das ist einfach nicht nötig. Aber es hat sich so ergeben, dass der achtfache Pfad einfach als Schema benutzt wird im Buddhismus. Als Pfad. Es gibt andere Beschreibungen, die einfacher sind. Was ich häufig mache, ich spreche mir den dreifachen Pfad, weil drei Dinge kann sich jeder merken. Das werde ich aber heute auch nicht machen, weil ich es so oft gemacht habe. Und ich will einfach nicht mehr. Ich möchte mal wieder anders rangehen. Der dreifache Pfad, ganz kurz, ist ganz einfach zusammengeführt auf Ethik, Meditation, Weisheit. Das ist die kürzeste Beschreibung des buddhistischen Pfades. Ja, Ethik, Meditation, Weisheit. Und alle anderen Beschreibungen des Pfades sind so Auswirkungen davon. Oder sind Ausarbeitungen davon. Aber wie gesagt, ich werde hier nicht auf den dreifachen Pfad an sich alleine eingehen, obwohl die Elemente kommen jetzt vor, weil ich, wie gesagt, das habe ich schon so oft getan und muss selber auch noch was Neues machen. Ich werde eine Beschreibung vom Pfad nennen, die traditionell nicht als Pfad bekannt ist. Ich nenne es den fünffachen Pfad. Man kann es als Beschreibung des Pfades sehen, aber es ist keine Beschreibung, die sich in der buddhistischen Tradition durchgesetzt hat. Ja, aus Gründen, welchen Gründen auch immer. Also ich sage es jetzt nicht orthodox. Diese fünf Aspekte von Praktik, oder ich nenne es mal fünffachen Pfad, tauchen, soweit ich weiß, nur einmal auf. Und zwar nicht, wo der Buddha sagt, ich sage euch jetzt den Pfad, sondern der ist entstanden in einer konkreten Situation mit einer bestimmten Person. Ich werde kurz den Hintergrund erklären, ja, der Situation, und dann durch den Pfad, quasi Pfad durchgehen. Wie gesagt, das ist nicht traditionell orthodox, weil ich sage, also was Neues oder Unorthodoxes. Der Text, wo das herkommt, ist einer der frühen buddhistischen Texte, das Meghya Sutta, den Leuten aus dem FBO sicher schon sehr bekannt ist, wo es um Freundschaft geht. Was geschehen ist, und ich glaube, in dem Text oder in dieser Liste von diesen fünf ist auch ein Aspekt drin, der sonst im Pfad nicht genannt wird, nämlich der, wie spirituelle buddhistische Gemeinschaft funktioniert. In normalen Beschreibungen des Pfades klingt es immer sehr so, ich tue was für mich, die einzelne Übende. Und der ganze Aspekt von spiritueller Gemeinschaft wird einfach oft nicht erwähnt. Er wird einfach als gegeben vorausgesetzt. In der Beschreibung ist er drin. Darum habe ich das auch gewählt, um es ein bisschen vollständiger zu machen, das Bild. Was geschehen ist, nach dieser Erzählung, der Buddha hatte immer einen Assistenten oder Begleiter, der so eine Art, war halt sein Begleiter und sein Privatsekretär teilweise, so Botengänge machen würde, so Termine machen, wenn man so will. Die haben auch gewechselt im Laufe der Zeit. Der bekannteste, für die sich ein bisschen auskennen, ist Ananda. Das war der letzte, der für die letzten 40 Jahre sein Begleiter war. Bei allen anderen war es irgendwie kürzer, die haben es nicht lange durchgehalten anscheinend, diesen Job. Und in dieser Erzählung war sein Begleiter halt Meghya, ein junger Mönch namens Meghya. Die Situation ist, dass Meghya hat seine Bettelrunde gemacht im Dorf, also jetzt sind morgens vormittags mal betteln gegangen, Schale, und dann sind wir in den Wald zurückgezogen und da gegessen. Auf dem Rückweg sah Meghya eine ideale Stelle zum Meditieren. Ja, so eine Waldlichtung. Ja, nicht zu viele Insekten, schattig, also ideal zum Praktizieren. Er kam dann zum Buddha zurück und sagte, ich möchte da jetzt gerne meditieren oder ich will da jetzt bleiben und dann ja, dahin. Und der Buddha sagte, Moment, du bist mein Begleiter, hier ist kein anderer Mönch, du kannst dich einfach dahin gehen. Ja, er hat an seine Pflichten erinnert. Meghya quengelte und drängelte weiter. Ja, und dann gibt es eine allgemeine Formel im Buddhismus, immer wenn man etwas dreimal einen Buddha etwas bittet, dann sagt er zu. Also
Megha quengelte weiter, ich will aber da meditieren, ich muss noch Erleuchtung erlangen. Ja. Das kann ich nur, wenn ich da in dieser Idealstelle meditiere. Und irgendwann hat er gesagt, okay, geh. Er hat gesagt, tu, was du nicht lassen kannst, tu, wo du die Zeit für gekommen hältst. Das ist immer so. Ich denke, hier ist schon ein wichtiger Aspekt von buddhistischer Gemeinschaft. Der Buddha hat ihm klar gesagt, was er dachte, aber hat ihn auch machen lassen. Also er hat keinen Zwang auf ihn ausgeübt. Er hat nicht gezwungen, jetzt hier zu bleiben. Hat ihm nicht irgendwie mit Liebesentzug gedroht oder irgendwie Konsequenzen angedroht. Er hat nur gesagt, ich halte das für keine gute Idee, was du machst. Also er hat keinen Druck auf ihn ausgeübt. Er hat aber auch nicht gesagt, jeder muss die Wahrheit für sich finden. Oder jeder muss tun, was er für richtig hält. Er hat ihm ganz klar die Meinung gesagt, das ist ein Fehler, tu es nicht. Ja? Aber wenn du unbedingt willst, mach es. Also in gewisser Weise hat deutlich seine Meinung gesagt, ihm aber jede Freiheit gelassen. Das zeigt für mich so ein Merkmal einer idealen, ja, spirituellen buddhistischen Gemeinschaft. Also Megi ist dann losgezogen und dann da in dieser idealen Stelle meditiert und vermutlich nach wenigen Minuten aufgegeben. Er hat sich versucht zu meditieren und es klappte alles nicht. Es war nur schrecklich. Er hat nur Ablenkungen gehabt. Also er hat sich so mit der Idee hingesetzt, hier ist es vollkommen. Er hat wahrscheinlich gemeint, er würde jetzt in die höheren meditativen Zustände schweben. Ja. Das Gegenteil ist eingetreten, er war nur abgelenkt. Er hat nur an alles Mögliche denken müssen, ja, sich geärgert, Gier ist entstanden, Besorgtheit, er ist voll eingeschlafen, nebenbei wahrscheinlich noch, also nur Ärger. Kam dann wieder kleinlaut zum Buddha zurück. Und das war wohl nichts. Und dann sagte der Buddha eben, jetzt kommt diese Beschreibung vom Pfad, die ich erwähnt habe, wenn die Befreiung des Herzens nicht vollkommen ist, sind fünf Dinge notwendig. Also in anderen Worten, wenn man noch nicht frei ist von Leiden, sind fünf Dinge notwendig. Erstens, Freundschaft mit anderen Praktizierenden. Das ist das Erste, was man braucht. Weil Legia wollte alleine machen. Also die Idee so, ich für mich allein in dieser wunderbaren Stelle. Also erstens, die Freundschaft mit anderen Praktizierenden. Zweitens, Ethik. Drittens, ich sage gleich im Einzelnen mehr darüber, das Dritte ist Gespräche über den Buddhismus, über den Dharma. Also gute Gespräche, Studium, wenn man so will. Viertens, Meditation. Fünftens, die Übung von Weisheit. Bisschen mehr im Einzelnen. Ethik, die Grundlage für Ethik im Buddhismus, es geht weniger darum, einfach irgendwelchen, oder es geht auch darum, bestimmten Vorsätzen zu folgen, aber der Grund ist ganz wichtig, warum man das macht. Es geht nicht darum, einfach blind irgendwelchen Vorsätzen zu folgen, weil die eine Autorität gesagt haben. Also wichtiger als zu lernen, was die Regeln eines Buddhisten sind, ist es zu wissen, was ist der Hintergrund buddhistischer Ethik. Und den würde ich so beschreiben, ja, es geht darum, die Grundlage für Ethik ist für mich, wie ich andere Menschen wahrnehme. Wenn ich andere Menschen, das ist der Anfang von Ethik, ja, wenn ich andere Menschen auf mich bezogen wahrnehme, ist, wo stehen sie mir im Weg, wo ärgern sie mich und wo können sie mir nutzen und mir Vergnügen bereiten, das führt zu unethischem Verhalten. Ja, weil ich sozusagen andere Menschen nicht als andere Wesen betrachte, sondern nur als auf mich bezogen. Die Grundlage für Ethik ist das Gegenteil zu machen, also andere Menschen als eigenständige Wesen zu sehen, die so in gewisser Weise auch unabhängig von mir leben, die ihre eigene Existenz haben, die nicht an mir hängt. Die nicht, sind nicht nur dazu da, mir nicht im Weg herumzustehen, mir nicht zu schaden, mich nicht zu ärgern und mir zu nutzen. Das ist für mich die Grundlage von Ethik, einfach, also wie ich andere Menschen wahrnehme. Wenn wir dann das immer wüssten, bräuchte man keine ethischen Regeln. Wenn wir immer mit dieser Idee in Kontakt wären, wäre alles weitere Reden über Ethik unnötig. Wir sind es aber nicht. Und darum gibt es ethische Vorsätze im Buddhismus, ethische, ja, Richtlinien. Kann man so will, als Erinnerungshilfe für die Zeiten, wo wir halt nicht so wie die normalen Zeiten im Leben, wo wir nicht mit diesem idealen Kontakt sind. Ich kann kurz durchgehen, was die sind. Kann man unten nachlesen, entsprechende Schriften. Recht allgemein. Der erste Vorsatz ist nicht töten, nicht verletzen. Offensichtlich eigentlich, das ist der Anfang von Ethik. Der zweite ist nicht stehlen. Also die Formulierung ist sowas wie vermeiden von Nehmen von Nichtgegebenem. Ein bisschen kompliziert, aber es geht darum, nichts wegzunehmen. Bezieht sich auf materielles und immaterielle Dinge, also Zeit, Energie und so weiter. Der dritte Vorsatz ist vermeiden von sexuellem Fehlverhalten. Positiv formuliert, entwickeln von Zufriedenheit. Ich würde sagen, sexuelles Fehlverhalten ist das, was sich und andere unnötig verletzt, ja, unnötigen Schaden anwendet.
Der vierte Vorsatz ist die Wahrheit sagen, vermeiden die Unwahrheit zu sagen, also nicht lügen. Diese vier Vorsätze scheinen sehr allgemein zu sein. Die scheinen in fast jedem, denke ich mal, oder in jedem ethischen Werk aus jeder Tradition da zu sein. Der fünfte scheint mir eher, ich weiß nicht, spezifisch buddhistisch, aber nicht so bekannt. Das ist ein ethischer Vorsatz, der besagt, Mittel vermeiden, die den Geist berauschen. Positiv gesehen Klarheit und Achtsamkeit entwickeln. Ich meine, wenn es im Buddhismus um Klarheit geht, um Meditation auch geht, dann das Gegenteil davon ist einfach betrunken sein. So, ja? Also Mittel vermeiden, die den Geist berauschen oder betrügen. Das sind die fünf ethischen Vorsätze. Also das ist der Bereich Ethik. Ja? Das ist die wichtiger Bestandteil des buddhistischen Pfads, einfach buddhistische Ethik. Dann nennt der Buddha das andere, das ist sozusagen ein bisschen reingeschoben, das kommt nicht so häufig vor, ist Gespräche über den Dharma, über den Buddhismus. Also Dharma ist der Buddhismus. Ich denke, es hat damit zu tun, womit man sich beschäftigt, geistig und verbal. Wenn man sich auf Fakten bezieht, hat man so ein im negativen Sinne akademisches Studium, ja, das einfach nichts mit einem selber zu tun hat. Das ist so Gehirnspielerei. Wenn man es nur auf die eigene Erfahrung bezieht, dann kreist man nur in sich selber. Ja? Das merkt man dann oft dann, wenn Menschen sehr starke Ideen darüber haben, was Buddhismus ist, sie aber nirgendwo im Buddhismus begründen können. Ja, das äußert sich dann meist. Starke Überzeugung, was Buddhismus lehrt oder nicht lehrt, aber man muss irgendwo nachweisen können, was Buddhismus lehrt oder nicht lehrt. Kann man nicht aus seinem eigenen Hirn heraus so erfinden. Also ja, reden über den Dharma oder Buddhismusstudium ist für mich so eine Art Balance machen zwischen dem Objektiven, den Lehren selber und der eigenen Erfahrung. Also Gespräche über den Dharma, also sinnvolle Gespräche führen, würde ich das nennen. Der vierte Bereich, den der Buddha nennt, ist Meditation. Hier würde ich sagen, Meditation sind die Methoden, wo wir direkt am eigenen Geist arbeiten. Ja, also sozusagen. Und einige haben Erfahrung mit Meditation, aber einige nicht. Ich würde Meditation so beschreiben. Meditation ist eine Sammlung von Methoden, mit denen wir verschiedene Qualitäten in unserem Geist entwickeln können. Und weil unser Bewusstsein, unser Geist so viele verschiedene Möglichkeiten hat, kann ja alles Mögliche tun, gibt es auch so viele verschiedene Meditationstechniken. Man kann also wieder auch so eine Sammlung von Medikamenten und so für verschiedene Probleme, verschiedene Bereiche. Die wichtigsten, die in unserem System so als Grundlage da sind, ist Entwicklung von Achtsamkeit und Klarheit. Das machen wir durch Achtsamkeit auf den Atem oder Achtsamkeit beim Atmen. Was man dabei tut, man nimmt sich selber beim Atmen wahr und ja, auf die Weise sammelt man sich mehr, wird konzentrierter und ja, integrierter. Man nimmt sich selber einfach stärker wahr. Der andere Aspekt von Meditation, die andere Praktik, die andere ist Entwickeln von Freundlichkeit, von liebevoller Güte. Das sind die beiden Techniken, die wir haben. Also bei der zweiten Praktik geht es direkt an die Emotionen. Man arbeitet direkt an den Emotionen. Wenn ich Meditation mit irgendwas vergleichen sollte, was so die meisten vielleicht kennen, um Analogien zu machen, eine Analogie, die ein bisschen hinkt. Ja, viele Menschen denken bei Meditation an Entspannung, denken, man könnte weiche Decken legen und sich was Schönes erzählen lassen. Das ist nicht Meditation. Die Analogie, die ich am hilfreichsten finde für Meditation, ist Sport. Bei sportlichen Übungen tun wir körperlich was und trainieren unseren Körper. Es gibt verschiedene Techniken davon, verschiedene Sportarten, die bestimmte Bereiche des Körpers trainieren. Und da wird man besser drin, wenn man das länger macht. Bei Meditation trainiert man seinen geistigen Muskeln, wenn man so will, seinen Geist. Ja, und wenn man kann verschiedene Praktiken machen, die verschiedene Bereiche des Geistes trainieren. Und wenn man es öfter macht, wird man trainierter drin. Ja, darum ist auch nicht eine Frage, ob man meditieren kann oder nicht kann. Denn jeder Mensch kann etwas Sport treiben und man wird auch besser oder schlechter dran. Man muss ein bisschen, wenn man übt, wird man besser dran. Oder fällt es etwas leichter und man wird daran gewöhnt. Und ähnlich sehe ich Meditation ist einfach ein System von Übungen, um am Geist zu arbeiten. Die Praktiken, die ich nannte, sind halt ja Übung von Achtsamkeit, von Sammlung und Übung von emotionaler Positivität. Die beiden gelten als Voraussetzung für den nächsten Schritt, nämlich Weisheit. Die nächste Stufe des Pfades, Weisheit. Ja? Dinge sehen, wie sie sind. Dafür ist Meditation die Voraussetzung, denn wenn wir nicht gesammelt genug sind, hat Weisheit keine Wirkung. Ich versuche mal ein Beispiel klar zu machen. Ein bisschen der unangenehme Aspekt von Weisheit, aber ich nenne den mal jetzt, ist unsere Sterblichkeit. Also wir werden alle sterben. Keinen von uns regt das hier im Moment besonders auf.
Ja, aber ihr werdet alle sterben. Das ist absolut, das einzige Garantierte übrigens im Leben. Alles andere ist unsicher. Einzige Garantierte Tatsache, wir werden alle sterben. Der Zeitpunkt ist übrigens nicht sicher, ist völlig unsicher. Wir regen uns nicht groß darüber auf, weil sozusagen wir sind nicht gesammelt genug dahinter. Wir nehmen das so, teilweise wissen das schon, aber denken was anderes und meinen, das passiert mal später. Wenn man sehr gesammelt ist, sozusagen das meiste seiner Persönlichkeit hinter dieser Idee hat, ist das ganz anders. Da merkt man wirklich so, es stimmt ja wirklich so, es ist ja echt, das ist nicht nur eine Idee, das stimmt. Das wird mir wirklich passieren. Und das wirkt anders, als einfach so eine Idee zu haben, die wir alle mal, natürlich weiß man, dass man stirbt, ich bin nicht unsterblich. Aber sozusagen zu spüren, ist ganz was anderes. Also diese Sammlung gibt einfach die Möglichkeit, dass einfach Realität stärker rein kann in uns. Die Positivität, die wir aufbauen müssen, ermöglicht es uns zu ertragen. Also einfach stark konzentriert werden und sich dann Realität angucken, kann Angst machen. Aber stark konzentriert sein und gleichzeitig positiv sein, kann befreien. Ja, also die Dinge, die wir sonst als bedrohlich erleben, können als befreiend erlebt werden, wenn wir die emotionale Positivität haben. Ja, also in dem Sinne ist Meditation die Voraussetzung für Weisheit. Ich glaube, manchmal unterschätzen wir das. Ich meine, wir können so voll an Weisheit dran, ohne die Grundlagen zu legen. Und entweder wir machen uns selber nur Angst, oder es geht nicht tief genug. Also wir müssen die Grundlagen legen durch starke Sammlung, Konzentration, sich selber kennenlernen und entwickeln von emotionaler Positivität, damit wir es ertragen können. Das ist, und Weisheit, würde ich sagen, ist dann Erleuchtung. Ja, so ein anderes Wort, um Erleuchtung erlangen, ist halt diese Weisheit zu üben und das zu sehen. Ich habe schon gesagt, so das andere Beispiel zu nehmen, was ich eben schon nannte, ist, wir erleben uns als getrennte Einheiten. Ja, das ist der nicht erleuchtete Zustand, der unwissend ist. Ja, darum bin ich wichtig, ihr seid relativ gesehen weniger wichtig. Das ist nun mal die Art, wie ich die Welt sehe. Ich weiß, jeder von euch sieht es anders. Ja, aber meine Welt ist, was mir gut ist, das Zentrale. Und das ist halt Unwissenheit. Realität ist, wir sind miteinander verbunden. Aber das wahrzunehmen, dazu müssen wir sozusagen konzentriert sein, um es wahrnehmen zu können überhaupt. Ja, und das wäre dann, geht Richtung Erleuchtung. Also der Buddha geht einmal durch die Liste durch. Ja? Wenn man noch nicht befreit ist, braucht man Freundschaft, Ethik, Gespräch von Dharma, Meditation und Weisheit. Dann geht der Buddha ein zweites Mal durch die Liste durch, aber etwas anderes. Er sagt, Ethik ist leichter zu üben mit anderen Freunden zusammen. Also wenn Freundschaft da ist, mit anderen praktizieren, ist es leichter, Ethik zu üben. Wenn man mit anderen, die das auch wollen, man muss nicht immer mit Leuten zusammen sein, die andere Ideale haben, sich erklären, die haben die ähnlichen Ideale. Also Freundschaft ist hiermit die unterstützende Bedingung für Ethik. Dann Gespräche über den Dharma sind hilfreich, sind effektiver mit im Kontext von Freundschaft. Einmal offensichtlich, man muss andere Menschen haben, mit denen man redet. Ich denke, dass aber auch wenn andere Menschen die gleichen Ideale haben, ist das anderes. Also wenn ich sozusagen mich mit Buddhismus beschäftige, mit den Lehren, und es mit Leuten mache, die einfach nur theoretisches Interesse haben, ist das anderes, dann bleibt es auf einer oberflächlichen Ebene, als mit Leuten, die es auch praktizieren wollen. Also Freundschaft, der erste ist wieder die Voraussetzung oder die Unterstützung für Gespräche, für gute Gespräche. Viertens, Meditation fällt leichter im Kontext von Freundschaft. Man muss Leute haben, die einem die Praktik beibringen und mit denen man über die Übung reden kann. Ich glaube manchmal, ich habe so angefangen zu meditieren, okay, geh ins buddhistische Zentrum, lerne die Praktiken, vergiss die Buddhisten, mach allem weiter. Ja, ist ja nicht so gekommen. Aber das ist die Idee, die man manchmal hat, die ich auf jeden Fall hatte. Aber es ist einfach so, meditieren ist auch ein Prozess, was man im Laufe der Zeit immer weiter lernt. Und es ist einfach wichtig, sich mit Leuten auszutauschen, die es auch tun. Einfach Hinweise zu kriegen, einfach um drüber reden zu können. Also auch Meditation passiert im Rahmen von Freundschaft. Und Weisheit auch, das fünfte auch. Ja, man muss wieder Leute haben, die Sachen ein bisschen besser verstehen, die Fragen stellen können, die einfach einem dabei unterstützen können. Also einmal haben wir diesen fünffachen Fall, diese fünf Dinge. Aber was es eigentlich ist, dass spirituelle Gemeinschaft oder Freundschaft, wie der Buddha es nannte, ist der Rahmen, in dem wir alles andere praktizieren. Ja, das ist nicht so eins von vielen. Oder anders gesagt, spirituelle Freundschaft ist das Praktizieren von Ethik, Gespräch von Dharma, Meditation und Weisheit mit anderen. Das sind so nicht verschiedene Dinge wirklich. Ja, das wird zum, was ich in fünffachen Farben nenne. Wie gesagt, das ist keine traditionelle Liste im Buddhismus. Ja. Ein bisschen unorthodox, aber ich fand diese Beschreibung ganz hilfreich, weil sie einfach den ganzen
den Bereich von spiritueller Gemeinschaft mit einbaut in das System, was die meisten Lehren einfach nicht haben. Ja, das sind so die vier edlen Wahrheiten. Also wie gesagt, die erste edle Wahrheit vom Leiden, das ist dem unangenehm, die zweite von der Ursache, ja, wobei man die Ursache betrachtet, die man selber getan hat, also Gier. Dritte, die Alternative, Erleuchtung. Und viertens, der Pfad. Ja, wobei ich halt eine Formulierung gewählt habe, die halt für mich ein bisschen runter ist. Okay, danke.